Ich grüße euch, Freunde des Antitos. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute gibt es Teil 4 von meinem kleinen Anfänger-Guideline oder von meiner Guideline-Videoreihe, besser gesagt. Und heute möchte ich mit euch über den Killer reden. Wie verhalte ich mich denn richtig als Killer? Was muss ich beachten? Was ist erlaubt, ohne toxic zu wirken? Sollte ich manchmal toxic spielen? All diesen Fragen werde ich jetzt mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Und wie immer gilt, das ist alles meine persönliche Meinung. Und wenn ihr anderer Meinung seid oder was ergänzen möchtet, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und ich werde das Ganze natürlich wieder so ein bisschen auch gleich mit Gameplay begleiten. Aber zuerst möchte ich einfach mal so ein paar Grundfragen oder ja doch so ein paar Grundfragen beantworten, die sich vielleicht der ein oder andere Killerspieler, der jetzt neu angefangen hat oder eine längere Pause gemacht hat, doch gestellt hat. Also, müssen Killer tunneln und campen? Diese Frage hab ich mir selber schon oft gestellt. Sie wurde mir oft gestellt. Und ich sage, jein. Ich denke mal, als Anfänger oder als jemand, der längere Pause gemacht hat, sollte man das nicht machen. Denn es ist ein Toxic-Verhalten. Es versaut anderen Leuten den Spaß am Spiel tatsächlich. Und das Jein bezieht sich eher darauf, wenn man schon so ein bisschen fortgeschrittener ist. Das heißt auch dementsprechend gute Survivor als Gegner bekommt. Und man merkt, man verliert die Kontrolle in der Runde. Das heißt, man hat enormen Stress, man wird unter Druck gesetzt, die Survivor machen Gens in einem Affenzahn. Dann würde ich sagen, ja, tunneln und von mir aus campt auch mal einen ordentlich ab. Denn ansonsten macht Killerspielen keinen Spaß. Ich weiß, dass die Devs so ein bisschen mehr pro Survivor sind, was viele Killer-Mains so ein bisschen stört. Ich spiele ja beides so ein bisschen ausgewogen. Ich kann so ein bisschen beide Seiten nachvollziehen. Wenn ihr eine ganz normale Runde spielt und die Survivor jetzt nicht besonders gut sind oder kein schnelles Tempo an den Tag legen, dann möchte ich euch bitten, tunnelt und campt nicht. Wenn ihr aber merkt, ich habe erst zwei Leute gejagt, vielleicht einen Hook und die haben schon drei Gens gemacht. Ich verliere hier die Kontrolle über das Spiel und eigentlich kann ich mich jetzt AFK in die Ecke stellen und die Runde einfach vorbeigehen lassen. Dann dürft ihr auch mal einen tunneln. Und von mir aus campt auch mal einen ab. Aber wie gesagt, das ist eher so. Wenn ihr wirklich merkt, uff, die machen mich richtig krass runter. Und das passiert eigentlich überwiegend in den hohen Rängen. Aber wenn ihr regelmäßig Killer spielt, dann spielt ihr auch Killer auf einem Niveau, dass ihr dem auch was entgegensetzen könnt. Also es ist jetzt nicht die Erlaubnis von mir und sagt nicht, Kämmerer hat gesagt, ich darf das. Es ist ein Mittel, was der Killer hat, um die Runde vielleicht nochmal zu drehen. Und viele neue Mechaniken, die jetzt auch bald auf uns zukommen werden, tun leider das Tunneln fördern. Und das ist allerdings, finde ich, nicht Sinn der Sache. Also es ist nicht Sinn der Sache, dass der Killer tunnelt. Denn man muss sich auch mal so ein bisschen in die Haut oder in die Perspektive dessen versetzen, den ihr da tunnelt. Da kommt gerade vom Haken, ihr geht wieder auf ihn drauf. Vielleicht hat er keine geliehene Zeit oder er hat keine guten Loops in der Nähe und ihr habt ihn direkt wieder down. Wenn euch das passieren würde, macht das Spaß? Ich glaube nicht. Ne, ihr würdet disconnecten vielleicht sogar. Vielleicht tut derjenige dann auch disconnecten. Ihr wisst, was ich meine. Seid nicht toxic als Killer. Und gerade wenn ihr neu angefangen habt mit dem Spiel oder wieder einsteigt mit dem Spiel, spielt vernünftig. Guckt, dass ihr als Killer mehr Skill erreicht.
besser werdet, sucht euch euren Lieblingskiller aus, übt den, dann spielt ihr auch gute Runden, auch gegen gute Survivor tatsächlich. Wie gesagt, das ist meine bescheidene Meinung. Und ich springe jetzt mal eine Runde hier mit dem guten Ghostface. Denn bei Ghostface habe ich einfach das Gefühl, viele Ghostface-Spieler nutzen einfach seine Fähigkeit auch aus, um gerade zu tunneln und zu campen. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, also ich werde euch jetzt ein bisschen was zeigen mit Ghostface, was viele machen. Ich werde jetzt mal so ein bisschen Toxic spielen. Ich werde ein bisschen tunneln, ein bisschen campen, etc. Damit ihr einfach mal ein paar Bilder dazu habt. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen was sagen in der Runde. Ich starte jetzt die Runde. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Runde mit Ghostface auf Sprithimmel. Und so, ich werde euch jetzt noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, meine Meinung nach, gibt es. Oder wie sage ich das am besten? Ich stelle die Frage mal anders. Wann tunnelt man und wann campt man? Da gehen die Meinungen ein bisschen weit auseinander, wie ich finde. Und ich hoffe, ich kann euch dazu gleich ein bisschen Bildmaterial liefern. Denn wenn man das sieht, dann kann man es vielleicht auch sogar besser verstehen. Na. So, da haben wir unser erstes Opfer. Das ist der Ace. Oh, okay. Ich habe geschwungen. Und er ist ein bisschen. Zack. Erster Hit. Palette Bricken. Eins, zwei. Und hinterher er vaultet. Angetäuscht. Vielleicht kann ich ihm die Gottpalette jetzt ein bisschen rausziehen. Ah, schade. Er läuft. Ah, wer läuft weg? Okay. So, Ace. Ich will meinen Zuschauern mal ein bisschen was zeigen. Deswegen lasse ich mal bitte jetzt abholen. So. Was macht er? Gar nicht mal so schlecht. Allerdings, ja. Zack. Sehr schön. So, aufsammeln und an Haken. So. Einmal hier dran. Dann die Palette noch brechen. Eins, zwei. Und was viele Ghostface-Spieler jetzt machen. Die gehen in den Tarnmodus und setzen sich irgendwo an die Ecke, wo sie nicht enttarnt werden können und warten. Und das, was ich jetzt hier gerade mache, Leute, das ist aktives Campen. Ja? So, da hat mich einer schon gesehen. So, das ist Camping, was ich hier mache, Leute. Ja, ich gehe nicht weg. Ich bleibe einfach sitzen und verhindere, dass die Leute hier abhängen können. Und wenn die Leute jetzt richtig smart wären, die Survivor, dann würden die einfach Gens machen. Denn so kann man Camper bestrafen, tatsächlich. Macht Gens. So, das ist Tunneln. Würden jetzt viele schon sagen. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Denn. Na, die Willem Vault. Hat sie gut gemacht. Den kriegt sie nicht. So. Viele würden jetzt sagen, ja, du hast den Ace da getunnelt. Ich habe den Ace nur hingelegt, Leute. Ich differenziere da, denn wenn man es schafft, den umzuhauen, der gerade gerettet wurde, ich glaube, wenn der, also. Wie erkläre ich das? Ich bin manchmal richtig schlecht im Erklären. Sorry dafür. Also, wenn der Retter einen rettet, dann hat man, glaube ich, 10 Sekunden. Und erst nach diesen 10 Sekunden kriegt man das Punkteereignis sichere Rettung. Und dann kriegt der Retter diese Punkte.
Und wenn man es aber schafft, den Geretteten umzuhauen, bevor dieses Punktereignis ausgelöst wird, dann kriegt der Retter keine Punkte. Versteht ihr, was ich meine? Ihr verhindert quasi. Okay. Er verhindert quasi, dass der Retter Punkte bekommt für eine vielleicht sehr freche Rettung. Hallo. Und darum geht's einfach. Tunneln fängt für mich erst an, wenn man denjenigen, den man da niedergeschlagen hat, der gerade vom Haken gekommen ist, auch direkt wieder aufhängt. Das ist dann für mich Tunneln. Aber ihn einfach hinzulegen und dann liegen lassen und quasi weggehen, das ist für mich in Ordnung. Tatsächlich. So, nehmen wir dich wieder mit. Kommst in den Keller diesmal. Also versteht ihr, ihr tut quasi. Es ist zwar auch ein bisschen nervig, ich weiß, für denjenigen, der da am Boden liegt. Aber ihr tut eigentlich nur verhindern, dass der Retter Punkte für etwas kriegt, was sehr brech gelaufen ist, ja? Versteht ihr, was ich meine? So wie eben, die Mac hat den vor meiner Nase abgehangen. Den, Ace. Und ja, dann gehe ich auf den Ace, um halt, damit die Mac keine Punkte dafür kriegt, versteht ihr? Aber ich lasse den Ace liegen, ich hebe ihn nicht auf. Und da ist der Unterschied. Das ist dann für mich kein Tunneln. Wenn ich ihn liegen lasse. Hallo Klöja. Eins, zwei. Dann werte ich das nicht als Tunneln. So, jetzt tut die retten. Zack, da liegt er wieder. So, und jetzt wird getunnelt. Jetzt tunnel ich mal. So, das ist Tunnel. Ja? Ich strecke dem. Mein Ziel war bewusst dieser Ace. Und ich habe ihn ganz bewusst. Ich habe die Clodia einfach ignoriert. Und ihn bewusst rausgenommen. Das ist Tunneln. Und das, was die Clodia gemacht hat, das ist auch das, was ich im letzten Video, in meinem Survivor-Video, euch mal. Oh, Mist, verklickt. Einfach mal demonstrieren wollte. Ich habe sie verletzt. Also die Palette geschmissen, was erstmal eine Palettenverschwendung war an der Stelle. Und dann anstatt das Gebäude zu verlassen, woanders hinzurennen, und damit ich ihr folge, hat sie beschlossen, in den Keller zu rennen und den Ace zu retten, ohne geliehene Zeit. Ja, das war schon einmal ein Fehler ihrerseits. Und ich als Killer habe es dann jetzt ausgenutzt, bin toxisch. Und. Ah, der Tat, okay. Ja, Palettenverschwendung. Eins, zwei. Und habe das halt eiskalt ausgenutzt. Und damit müsst ihr halt immer rechnen. Zack. Next. Eins, zwei. So, normalerweise, wenn ich jetzt normal spielen würde, hätte ich den Ace wieder liegen gelassen. Ich hätte ihn gedownt, damit die Clodia keine Punkte kriegt. Aber ich hätte ihn liegen gelassen. Denn ich habe noch zwei Gens zu verteidigen. Aber ich habe die jetzt gerade so ein bisschen unter Kontrolle. Die Survivor hier. So. Und es gibt Leute, die machen das aktiv alles hier wirklich rundenlang. Das macht alles keinen Spaß. Eins, zwei. Ich hätte die jetzt auch wieder campen können und etc. Ihr wisst ja, wie es geht. Kriege ich noch einen gestalkt hier? Nö. Ah, da sind sie. Dankeschön. So, ich habe 6 Stacks. Kann ich dich einmal hitten? Und dann. Ah ja, und wann gilt noch Tunneling? Oder Tunneling?
Wie es auf Englisch heißt. Sie hat die Palette geschmissen. Was für eine Verschwendung. Also, erstens. Wann tunnelt man? Ganz einfach. Der Gerettete wird niedergeschlagen und sofort wieder aufgehangen ist tunneln. Wann tunnelt man noch? Viele sind der Meinung, dass wenn kein anderer in der Zwischenzeit am Haken war, dann ist es auch tunneln. Aber das sehe ich auch nicht so. Vielleicht hat man einfach keinen anderen gefunden. Oder man hat den anders gefunden, aber die Jagd halt verloren. Und man findet halt den wieder, den man eben schon hatte, dann ist das auch kein Tunneln, finde ich. Tunneln ist wirklich, wenn der Gerettete vom Haken kommt, man geht wieder auf ihn drauf, hebt ihn sofort auf und hängt ihn wieder auf. Das ist Tunneln. Hello. Das, was ich jetzt hier mache, das ist Tunneln. Oh, die Palette geschmissen. Eins, zwei. Seht ihr das? Ich tunnel die jetzt ganz bewusst hier. Hier ist eine Palette. Aber die rennt weiter zur Killerhütte. So, die wird gleich das Fenster nehmen. Achtung. Nicht? Okay, die ist gut. Oder hat das schon erwartet? Mit dem Fake habe ich gerechnet. So, das ist Tunneln, was ich mache. Leute, ich habe das jetzt schon oft gesagt. Ich habe es bei Mace eben auch gezeigt. Ich habe die andere völlig ignoriert. Bin sofort wieder auf die hier gegangen. Zack. Ausgenommen. Ich habe gecampt und ich habe die getunnelt. Und das ist ein Toxic-Verhalten und das sollte man vermeiden eigentlich. Und die müssen noch zwei Gens machen. Die Clydia. So, Fenster ist geblockt. Na, die ist schon gut hier. Die ist nach hinten weggerannt. So. Hello. Und mitkommen. So, und das ist ein Toxic-Falten oder dieses Campen und Tunneln. Und ganz besonders beim Ghostface oder bei vielen Ghostface-Spielern sehe ich das halt wirklich sehr stark. Dass da so gespielt wird und das ist wirklich schade. Spielt bitte nicht so. Gerade im Anfängerbereich spielt nicht so. Hier sind Kratzspuren, hier ist die Clydia. Hier geht jetzt retten. Ja, da ist sie gewoltet. Zack. Ah, so gut gefaked. So. Ich denke, die hat Entscheidungsschlag. Können wir ja mal gucken. Das ist ein gutes Anti-Tunnel-Perk für Survivor. Hat sie nicht. Dann kommt sie ran. So, wieder getunnelt. Ich habe jetzt sehr, sehr böse, böse gespielt in dieser Runde tatsächlich. Ich habe gecampt, ich habe getunnelt. Und die Clydia wird wahrscheinlich jetzt durch die Luke entkommen. Aber ich kann euch versichern, die Survivor hatten keinen Spaß an der Runde. Ja. Und das waren jetzt keine krassen Leute, die ich hier hatte. Ich habe teilweise sogar sehr schlecht gespielt. Ich habe nicht einmal einen voll gestalkt. Ja, also die Kraft von Ghostface gar nicht so benutzt, wie sie gedacht war, sondern ich habe meinen Terrorradius weggemacht und habe gecampt und getunnelt. Und so ist das einfach nicht gedacht. Der Geist kann das gut, bei dem Schweinchen wird das auch oft gemacht. Gerade bei Killern, die halt ihren Terrorradius verstecken können, wird diese Taktik oft benutzt tatsächlich. Und das finde ich einfach sehr schade, weil wenn man keinen Stress hat als Killer, wenn man als Killer immer ein bisschen Stress, keine Frage. Aber
wenn man merkt, ich habe die Runde, eigentlich ist alles easy in der Runde, ja. Und man, da muss man nicht so spielen. Also es ist meine Meinung. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu. Dann wie gesagt, einmal in die Kommentare tippen. Aber ich finde, man muss nicht so krass toxisch sein. Wenn man irgendwelche Meme-Builds spielt, irgendwelche oder irgendwelche Meme-Taktiken, dann ist das okay. Dann kann man das mal ein, zwei Runden so spielen, ist okay, alles easy. Aber es gibt Leute, die spielen halt nur so. Und eigentlich möchte ich das nicht, weil diese drei Survivor hier, die hatten definitiv keinen Spaß. Ja, gerade der Ace nicht, die eine Mac nicht. Also, ich habe das schon ganz bewusst hier durchgezogen gerade. Ihr seht, ich habe auch nur einen Pip gekriegt dadurch. Ich war keine gute Runde, was das angeht. Erstmal haben die nicht viele Punkte gemacht, weil der getunnelt wird, der kann halt nichts machen. Und wie gesagt, versaut doch anderen Leuten nicht den Spielspaß. Wenn ihr in hohen Rängen spielt und ihr werdet davon von starken Survivern sehr dominiert, dann kann man das mal bei einem Survivor in der Runde machen. Ihn tunneln oder auch mal campen, um halt wieder ein bisschen Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Aber das von Anfang an so durchzuziehen, ist ein Toxic-Verhalten und das sollte man als Killer nicht in Erwägung ziehen. Also Anfängerverhalten für Killer, versucht normale Runden zu spielen, kriegt ein Gefühl für euren Killer, versucht ein paar Maps auswendig zu lernen, wo könnten Paletten spawnen oder wie könnten sich Survivor hier verhalten. Das hilft euch viel mehr als zu tunneln und zu campen. Und ihr habt es ja gerade gesehen in der Runde, ich habe das bewusst gemacht. Bewusst gecampt, getunnelt. Und das zerstört den Spielspaß der anderen. Ganz klar. Und wie gesagt, Tunneln fängt für mich erst an, wenn der Gerettete niedergeschlagen wird und sofort aufgehoben wird. Wenn ihr ihn niederschlagt, um das Punkteereignis zu verhindern für den Retter, ist das vollkommen in Ordnung. Es ist eine legitime Taktik. Hinzugehen, den Geretteten niederschlagen, dass er am Boden liegt und einfach liegen lassen, ist völlig okay. Das ist für mich kein Tunneln. Na, Tunneln fängt für mich erst an. Ihr geht hin, schlagt ihn nieder, hebt ihn auf, hängt ihn auf. Das ist Tunneln. Und das wollte ich einfach mal loswerden. Euch ein bisschen auch mitteilen. Ich habe es ja auch in dem Survivor-Video gestern so ein bisschen euch mitgeteilt, wie man sich vielleicht ein bisschen besser als Survivor verhält, gerade wenn man Anfänger ist. Und das einfach jetzt der Killer-Part dazu. Einfach nicht so toxisch spielen, bitte. Und es wäre schön, wenn ihr euch das zu Herzen nehmt. Übt lieber euren Killer. Ich bringe regelmäßig Killer-Guides. Es werden jetzt noch ein paar mehr kommen. Ich weiß, zurzeit habe ich nur zwei, aber es kommen noch mehr, keine Angst. Ich werde auch noch Tipps und Tricks für Survivor machen. Ich habe noch so viele Videoideen, die ich umsetzen möchte. Und da wird für jeden was dabei sein. So, in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Wer will, kann mir wie immer auf Twitter folgen, Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne!